Wir erzählen die Geschichte von dem jungen Mann Peer Gynt, wo er 20 ist. Die geht weiter dann mit einem vielleicht zweiten und dritten Teil, wo er viele Abenteuer erlebt und dann eigentlich als älterer Herr dann wieder zurück nach Hause kommt und feststellt, dass er in der Liebe zu einer Frau, zur Solveig, vielleicht hätte das finden können, was er die ganze Zeit auf der ganzen Welt gesucht hat, nämlich einfach sich selber. Sie kennen sicherlich den berühmten Zyklus von Peer Gynt, die Peer Gynt Suite von Edward Grieg. Und wir hatten das Glück, einen der Vertreter der Minimal Music, Gavin Bryars, für unseren Tanzabend zu gewinnen, der uns sozusagen die Musik auf unsere Leiber geschrieben hat. Er hat sozusagen die Melodien von Edward Grieg neu kompositorisch interpretiert und sie in unsere heutige Zeit rüber transferiert. Das Besondere an unserem Peer ist, dass er tänzerisch erzählt wird. Ich fand es persönlich etwas sehr Lustiges, weil Peer sich die Welt so zusammenlügt, wie er sie braucht. Aber schlussendlich glaube ich nicht, dass unsere Körper lügen. Unsere Körper haben immer eine Form von Direktheit. Und dieses und anderes haben wir versucht, in unserem Tanzabend zu zeigen.